aus Berlin. Das ist hier die Gang, die ich damals gegründet habe, Berlin Crime. Das Gangleben und Graffiti-Leben ist halt sehr Untergrund. Wird ihm ans Bein geschossen oder so, er wird abgestochen halt. Augen, Auge, Zahn, Zahn, so. Darum geht's einfach nur. Alles Mögliche von Einbruch, Diebstahl, Raubüberfall, Leute abziehen, Leute abstechen. Alles, was halt so zu einer kriminellen Familie dazugehört. Das sind keine Menschen, die deutsche Werte schätzen, die deutsche, die deutschen Freiheiten schätzen. Herzlich willkommen zum neuen Marcellus Wallace Video in 2024. Ich begrüße euch recht herzlich, besonders die Leute, die hier neu auf den Kanal kommen. Heute geht es um Ariel Shalikar, den Pressesprecher des IDF, der aktuell in ziemlich vielen Fernsehsendungen und Podcasts und Radiosendungen zu sehen und auch zu hören ist. Der Mann hat eine bewegte Vergangenheit, der Mann ist sehr aktiv in Social Media und verbreitet sehr viele Sachen. Jetzt ist natürlich klar, dass in einem Konflikt wie dem Nahostkonflikt eine Seite gibt und auch eine andere Seite gibt und es gibt Menschen dazwischen. Und in irgendeiner Weise treffen die dann irgendwo mal aufeinander und haben dann Auseinandersetzungen. Wenn diese Auseinandersetzungen allerdings in diese Art ausschlagen, wie es hier getan wurde von unserem IDF-Sprecher, dann muss man das verbreiten, dann muss man das kritisieren und dann muss man darüber sprechen. Und das werden wir in diesem Video tun. Mit 13 zieht Ariel mit seinen Eltern nach Berlin-Wedding. Muslime beherrschen hier die Straßen. Ariel, der einzige Jude im Viertel, wird von Muslimen bedroht und geschlagen. Um zu überleben, schließt er sich schließlich selbst einer muslimischen Gang an. Gangleben und Graffiti-Leben ist halt sehr Untergrund. Also ich war über Jahre hinweg unterwegs, mehr nachts als tags. Ich habe eine Art Doppelleben geführt. Ich bin tagsüber zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und nachts war ich auf den Straßen, habe Graffiti gesprüht und alles Mögliche mit den Kumpels. Ein Dankeschön. Schön geht hier vor allem an Maestro, der sich die Mühe gemacht hat und bereits die Reportagen und Interviews mit Ariel Shalikar durchzusehen und in einem Video zu verarbeiten, was ich euch nochmal hier anzeige und auch in die Beschreibung legen werde. Und natürlich geht auch ein Dank an Aggressionsprobleme Serhat selber, den ich nämlich gefragt habe, ob ich das Reel, das er veröffentlicht hat, benutzen darf, um eben darüber ein Video zu machen, weil ich es eben wichtig finde, dass man darüber spricht. Eine Talfahrt beginnt, die Ariel schließlich fast in den Knast bringt. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir sprechen ja also von einem Mann, der in seinen jungen Jahren und auch in seinen frühen Erwachsenenjahren eine sehr, sehr, sehr multikriminelle Vergangenheit besitzt, der nicht nur Gang-Member war, sondern auch selbst eine Gang gegründet hat, Berlin Crime, und dann in Interviews und Memoiren oder wie man es auch mal nennen möchte, Biografien, gesagt hat, es kam vor, dass Menschen abgestochen werden und dass Menschen zu Tode kommen, nämlich hier. Ja, und dann machen wir es entweder mit deinem Geld gezahlt so, oder es gibt dann halt, weiß nicht, ganz krasse Sachen so, wie, weiß nicht. Wird ihm ins Bein geschossen oder so, er wird abgestochen halt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so. Darum geht's einfach nur. Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt er hier ganz salopp in die Kamera, während er seine Graffitis sprüht. Und das erinnert so ein bisschen an die Vorgehensweise des IDF in Gaza, muss man ganz ehrlich sagen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn die uns wehtun, dann tun wir denen noch viel mehr weh, aber so wird das halt niemals enden. Warum ich euch das am Anfang zeige und gleich noch einen anderen Clip, ist einfach, um zu verstehen, wie dieser Mann getickt hat, wie er in Social Media drauf ist und wie er sich in Interviews äußert. Das sind nämlich Welten und das ist scharf zu kritisieren. Und besonders dann, wenn man anfängt, Menschen dann zu bedrohen und denen Leute vorbeischicken möchte. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Denn das hat er auch noch gesagt. Die drei gehören zur Gang Berlin Crime. Also, was hast du dann gemacht? Alles Mögliche von Einbruch, Diebstahl, Raubüberfall, Leute abziehen, Leute abstechen. Alles, was halt so zu einer kriminellen Familie dazugehört. Alles, was halt so zu einer kriminellen Familie dazugehört. Alles, was halt so zu einer kriminellen Karriere dazugehört. Alles, was so zu einer kriminellen Karriere so dazugehört, ja. Und jetzt habt ihr gesehen, dass es da eben nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn geht, wie es gerade eben am Anfang beschrieben worden ist, sondern hier geht es tatsächlich darum, sich durch andere illegal zu bereichern und die Leute abzuziehen. Und wenn sie nicht machen, was sie wollen, dann kriegen sie halt was aufs Maul oder werden abgestochen. Das ist ein Mensch, der jetzt israelischer Pressesprecher der Armee ist und tagtäglich aus Gaza berichtet. Und im Grunde genommen vollzieht seine Armee genau das, was er gerade dort gesagt hat. Ja, also mehrere wichtige Dinge, die du ansprichst, tatsächlich. Das mit der Sonnenallee und Berlin ist natürlich auch keine neue Sache. Das sind junge Araber in Deutschland, leider, die nach wie vor mit sehr viel Hass indoktriniert werden, obwohl sie in Deutschland teilweise geboren wurden,
obwohl sie teilweise deutsche Pässe haben, diese Kultur in Deutschland eigentlich nichts zu suchen hat. Das sind Menschen, die kein gemeinsames Leben dort wollen. Das sind keine Menschen, die deutsche Werte schätzen, die deutschen Freiheiten schätzen. Das sind Menschen, die keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schätzen. Das sind keine Menschen, die Schwule und Lesben sehen wollen, Christen und Juden akzeptieren. Das sind radikal islamistische Terroristen oder Terrorunterstützer, die auch im Endeffekt ein Problem für die deutsche Gesellschaft werden und eigentlich schon sind seit mehreren Jahren, wie wir wissen. Und man da eigentlich teilweise viel zu zaghaft dagegen vorgeht. Um das hier nochmal ganz klar zu machen, Antisemitismus ist von niemandem gewünscht, wird auch nicht toleriert und man muss aktiv dagegen vorgehen. Da sind wir uns alle einig. Es gibt Menschen in Berlin und auch unter Muslimen, die Juden nicht leiden können. Ja, das gibt es aber auch unter Deutschen, das gibt es auch unter anderen Bevölkerungsgruppen. Das jetzt hier per se auf Muslime runterzubrechen, ist falsch. Weiterhin gibt es auch unter jüdischen Personen einen unfassbaren, unendlichen Hass gegen Muslime. Das wird hier komplett ausgeblendet. Und hier wird so getan, als wenn alle Muslime in Berlin tatsächlich dieser radikal-islamistischen Einstellung folgen und dementsprechend nicht zu Deutschland gehören. Auch das möchte ich nochmal widerlegen, ist nicht der Fall. Wollen wir auch nicht so beibehalten und kritisieren wir hier an dieser Stelle. Gerade auch in Richtung Tobias Huch, der jetzt hier ihn einfach reden lässt, ihn nicht unterbricht, ihm nicht zurechtweist und nicht sagt, ja, aber das dürfen wir nur auf Muslime beziehen, die aktiv diese Taten der Hamas beklatscht haben. Das wäre das richtige Vorgehen gewesen. Hat er nicht getan und damit entsteht für den Zuhörer, der nicht so tief in der ganzen Geschehnissen und Geschichte drin ist, der Eindruck, dass alle Muslime dieses Vorgehen feiern, was definitiv nicht der Fall ist. Und ich kann sagen, dass weder Aggressionsprobleme noch Maestro, noch Ahmad, noch Issam Bayan hinter diesem Hamas-Angriff auf Israel stehen. Ich tue das auch nicht und ich weiß, dass meine Community, meine Kleine, das auch nicht tut. Und deswegen schaut euch doch mal bitte an, wie unser Ariel Shalikar, der Pressesprecher, im Internet auf X, ehemals Twitter, momentan so seinen Senf dazu gibt und wie er vor allem auf Anfeindungen reagiert als Pressesprecher des israelischen Militärs. Was ich euch jetzt zeige, ist ein Tweet von Ariel Shalikar, zwei Stück. Und zwar einmal von Tim Vollert, der Ariel Shalikar quasi gefragt hat, ob er kein Problem damit hat, alle Menschen in Gaza pauschal als Hamas-Terroristen zu bezeichnen. Und Ariel Shalikar versucht sich herauszureden, indem er sagt, es beziehe sich auf ein entsprechendes Interview mit einer Geisel. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es auf der anderen Seite ebenfalls Interviews und Geiseln gibt, die das genaue Gegenteil sagen. אני ממש דאגתי מזה, כי אני חשבתי על זה, כי הם כל הזמן היו צמודים אלינו. גם את עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שאגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם כן ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש חברוי... שלאגם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתעמתים על זה. כן, גם אמרו לי, אנחנו מחתנים אותך בעזה. את בעזה, את מתחתנת. אנחנו נמצא לך גבר בעזה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם. Und jetzt ist genau das passiert, was eigentlich zu vermeiden ist, nämlich Einseitigkeit. Denn auf der einen Seite gibt es Geiseln, die das bestätigen, was zum Beispiel ein Ariel Shalikar und auch ein Tobias Huch die ganze Zeit erzählen. Auf der anderen Seite gibt es aber von anderen Medien
westlichen, östlichen als auch Independent-Medien gegenteilige Aussagen. Das bedeutet, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und das gilt es eigentlich klarzustellen. Das ist aber nicht passiert. Weiterhin ist ein Ariel Shalikar stolz darauf, Berlin Crime gegründet zu haben, was in diesem Tweet hier ganz deutlich wird. Des Weiteren scheint auch Ariel Shalikar nicht abgeneigt zu sein, in Social Media Menschen als Peach zu beleidigen. Und das ist einfach eines Pressesprechers nicht würdig und bedeutet eigentlich in tieferem Sinne, dass erstens er auf seine Vergangenheit extrem stolz ist, auf seine multikriminelle Vergangenheit. Das sollte man eigentlich ablegen in seiner Position. Des Weiteren scheint es der israelischen Armee scheißegal zu sein, dass er multikriminell war. Also dürfen Multikriminelle jetzt mit Waffe durch die Gegend laufen und Menschen erschießen, die das in Berlin mit Messern gemacht haben. Und drittens kommen wir dann jetzt tatsächlich dann auch zu der Auseinandersetzung mit Aggressionsproblemen. Ich werde vom IDF bedroht, das ist das israelische Militär, um genau zu sein, von diesem jungen Mann, den kennt ihr alle, das ist der, der jeden Tag neue Tunnel findet. Ich habe gestern ein Video über ihn hochgeladen und er schreibt mir Folgendes. Bist ein richtiges Fangirl von mir, sehe ich. Du bist so krass hängen geblieben. In Wedding hätten wir dich damals an die Leine genommen und dir Anstand beigebracht. Ich antworte daraufhin, die ganze Welt lacht über dich und du denkst, man ist dein Fan. Lauf doch heute doch mal durch Wedding, mal sehen, wie du danach läufst. Er schreibt, wo bist du aufgewachsen, du Vogel, Westend Zehlendorf, wieso kenne ich dich nicht? Meine Antwort daraufhin war, du bist ein paar Jahre älter als ich, aber die Leute, die ich kenne, die kennst du definitiv. Er schreibt daraufhin, wen kennst du denn so, Serhat? Ich sag, normale Menschen aus Berlin. Was stellst du denn für Fragen? Ist dir langweilig? Was ist eigentlich deine Position dort drüben? Wirst du offiziell, also laut Vertrag, für Propaganda bezahlt? Er schreibt, du langweilst mich mit deinem Gelabere. Wo bist du aufgewachsen, dass ich dich nicht kenne? Wovor hast du Angst? Ich antworte daraufhin, Junge, denkst du allen Ernstes, dass ich vor dir Eierkopf Angst habe? Was bildest du dir ein? Denk nicht, weil du eine Marionette unter einem zionistischen Regime bist, dass jemand Respekt vor dir hat. Ganz Berlin weiß, dass du ein Opfer bist. Er hat mich gefragt, wen ich kenne. Ich meine, sollen wir jetzt gemeinsame Bekannte rausfinden oder was ist dein Plan? Er schreibt, ich versuche herauszufinden, wen ich schicke, um dir eine Umarmung zu geben. Also ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Ich sag, willst du mir deine zionistischen Brüder schicken? Er schreibt, nein, hab in Berlin nur muslimische Freunde. Willst du kennenlernen? Ich sag, guck mal, in Berlin kennt mich jeder, spätestens über zwei Ecken. Aber sei doch nicht so ein Opfer und komm doch persönlich vorbei. Oder brauchst du Panzer und Raketen, um Eier zu haben? So Leute, spätestens jetzt seht ihr, dass der Typ beim israelischen Militär ist, der ist dort Sprecher und der bedroht einfach irgendwelche Influencer, okay? Wir haben keine Angst vor ihr, also du kannst sehr gerne vorbeikommen, ich lade dich sehr, sehr gerne ein. Ich weiß aber, dass du dich die Eier dazu in der Hose hast, in Berlin frei rumzulaufen. Aber das ist derjenige, auf den die Medien sich verlassen und den sie als Quelle benutzen. Solche Menschen benutzen sie als Quelle, die normale Zivilisten einfach so angreifen und bedrohen wollen. Aber ist ja nichts Neues beim IDF. Jetzt könnt ihr mal alle Nachrichtenjournale hier markieren und gucken, ob sie darüber berichten. Und ich garantiere euch, wenn sie ein bisschen Rückgrat haben, wovon ich glaube, dass sie es nicht haben, dann werden sie darüber berichten. Und was glaubt ihr, was ist passiert? Haben deutsche Medien darüber berichtet und haben das bekannt und publik gemacht? Natürlich nicht. Verwundert aber auch gar nicht, denn wir sind ja hier angehalten in Deutschland, weil es Staatsraison ist, Israel alles durchgehen zu lassen, ohne zu kritisieren, denn jegliche Kritik an Israel ist dämonisieren, denn theoretisch kannst du jede Kritik gegenüber Israel, dem IDF oder auch Personen aus Israel auf Dämonisierung zurückführen und damit wäre es dann antisemitisch und so wird eben alles verteidigt und niedergemäht, was auch nur im Ansatz an Kritik in Richtung Israel geht. Trotzdem ist das Verhalten von Ariel Shalikar als Pressesprecher, offizieller Pressesprecher, der seit 3 Monaten durch die Welt tanzt und irgendeine Scheiße redet und irgendwelche Tunnel findet, hier scharf zu kritisieren. Und ich höre jetzt schon wieder und lese auch jetzt schon wieder in meinem gedanklichen Auge Kommentare, die sagen, ja, aber der Aggressionsproblem hat ja auch was geschrieben. Ja, hat er. Aber im Vergleich zum Ariel Shalikar ist er nicht in einer offiziellen Presseposition. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, Serhat ist auch nicht beim Militär, sondern ganz normaler Influencer, wie jeder andere auch, der auf Instagram Content hochlädt. De facto darf sich aber auch ein Serhat gegen solche Sachen zur Wehr setzen. Punkt. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Der Typ möchte ihm Leute vorbeischicken, die ihn umarmen. Was soll das denn bedeuten? Und vorher wollte man ihm Leinen umlegen, um ihn quasi zu erziehen und Anstand beizubringen. Ihr wisst, was das bedeutet. Da muss man jetzt kein Hellseher sein. Also, dieses Verhalten ist absolut ekelhaft und spiegelt eigentlich genau das wider, was Ariel Shalikar in seiner Vergangenheit gewesen ist, nämlich ein Kleingangster. Ein Multikrimineller, der seine Berlin-Crime-Gang-Attitüde immer noch nicht abgelegt hat
und sie offensichtlich jetzt in Israel auslebt, weil er in Deutschland es zu nichts gebracht hat. Ein Rapstar ist er ja auch nicht geworden. Wenn man sich die Scheiße mal anhört, da kriege ich Ohrenkrebs. Ja, was haltet ihr vom Verhalten von Ariel Shalikar? Was findet ihr über die Person zu sagen? Wie findet ihr generell die ganze Geschichte? Ist das normal? Sollte man sich hier so ein bisschen am Riemen reißen? Sollte man das hier irgendwie sogar sanktionieren, dass der Mann seine Stelle verliert? Meine Meinung ist, dass er für diesen Posten ungeeignet ist. Nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit, sondern auch auf seinem aktuellen Social-Media-Verhalten basierend müsste er zumindest öffentlichkeitsträchtig entfernt werden. Und dann soll er halt im Hintergrund arbeiten. Der Mann ist aber nicht dafür geeignet, vor die Kamera zu treten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.